Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gebt mir Botschaften. Was darf ich denn heute Schönes erzählen? Dankeschön. Was gibt es Schönes zu erzählen? So, jetzt kläre ich das Ganze natürlich noch auf. Einmal für die Kopfebene. Was sind so die Gedanken? Wem das Mischen jetzt zu lange dauert, der spult einfach bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Gib mir mal was auf Herzi. Die will irgendwie raus. Okay. Und im Außen, wie geht es weiter? Dankeschön. So, lasst uns mal schauen, wo der Hase hier hinhoppeln will. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Wer keine Kinder hat, dann kann es hier natürlich auch ein Neuanfang sein. Aber als ersten Gedanke habe ich hier, wenn du Kinder hast, dann ist es irgendwie so, dass man daran denkt, wie wollen wir das mit den Kindern machen? Ja, aber lasst mich erst mal weiterschauen, bevor ich jetzt hier zu viel hineininterpretiere. Worüber könnte man hier nachdenken? Ich lege das jetzt einfach erstmal nur für mich so auf. Ihr seht das vielleicht ein bisschen schief, aber okay. So. Also, es ist so, dass dich hier jemand wirklich liebt. Hier geht es oder wirklich lieb hat, wirklich mag vom ganzen Herzen. Und es ist aber auch so, dass man dich als Mensch wirklich bedingungslos auch akzeptieren kann, so wie du einfach bist. Also das sind wunderschöne Gedanken. Jemand könnte auch davon träumen, wie es wäre, mit dir irgendwo anders zu wohnen oder zu leben. Und jemand denkt auch wirklich schon daran, sich bei dir auch zu melden, dir wieder eine liebevolle Nachricht zu schreiben. Es ist aber auch so, dass jemand in deine Richtung auch nicht unhöflich sein möchte. Also irgendwas liegt hier im Busch und es kann wirklich damit zusammenhängen, dass jemand, gerade weil man Kinder hat, ich weiß, das wollen jetzt einige nicht hören, tatsächlich irgendwie gefühlt aufs Ersatzgleis gestellt wird. Ich weiß, das klingt jetzt nicht schön, aber das ist dann eben auch eine Sache, wo ich sage, dann haltet die Augen auf, mit wem ihr euch einlasst. Ja, das ist jetzt hier auch wichtig. Vielleicht ist es auch einfach im Allgemeinen nur eine Warnung für euch. Es ist so, und das ist wunderschön, guck mal, die fliegenden Herzen, die Friedenstaube, ich habe hier so schöne Herzchen. Aber es ist auch so, weißt du, wie gesagt, ich mag hier jemand, aber dadurch, weil du vielleicht hier wirklich Kinder hast oder mal Kinder haben wollen würdest, sagt hier jemand, ich distanziere mich hier raus. Ne? Jemand könnte sich auch weiterhin bei dir melden. Weil man will nicht unhöflich sein dir gegenüber. Man schätzt dich als Menschen wirklich sehr, aber wegen der Kinder geht das hier einfach nicht. Ja, ich weiß, aber hier ist es auch so, jemand könnte sich wirklich mit dir vorstellen, sogar irgendwo anders mal zu wohnen. Aber hier meldet man sich eigentlich nur, weil man dir gegenüber nicht unhöflich sein möchte. Und weil man dich halt so akzeptiert, wie du bist. Aber durch die Kinder,
ist es hier sozusagen für ihn nicht möglich, mehr auf dich einzugehen. Ich weiß, es klingt jetzt wieder, ne? Oh, ey, ihr bewerft mich bestimmt hier mit Tomaten und so weiter, aber das ist das, was ich hier habe. Ich habe an sich schöne Karten, aber ich habe eben wirklich dieses Abschied für immer. Ja, ein Abschied für immer von einer Frau, die man wirklich sehr mag und wo man weiß, dass du es verdient hast, dass man dich gut behandelt. Aber die Kinder beeinflussen eure Verbindung und deswegen distanziert man sich. Das ist so sein Gedanke. Auf dem Herzen ist es so, dass er Freunde fragen wird, sich mit Freunden trotzdem unterhalten wird über dich, um zu wissen, wie man mit dir weitermachen sollte oder ob das nicht einfach die beste Lösung wäre, sich von dir zu distanzieren. Ich weiß, ja, es ist so, es gibt solche, ja. Ne? Und da habe ich auch hier, dass jemand eben wirklich auch Geheimnisse ausplaudert. Also er vertraut sich hier jemanden an. Und es ist auch so, wenn er hier mit seinen Freunden über dich spricht, dann wird er hier aber gut über dich sprechen. Ja, also es ist jetzt keine Lästerei, aber es ist eben auch so, dass man hier auch über Geheimnisse spricht. Ja, über eure Verbindung spricht. Und tatsächlich bekommt er auch Antworten im Schlaf. Also hier könnte auch jemand von dir träumen und könnte sich darüber mit jemandem, also über eine Idee. Eine Idee könnte ihm hier im Schlaf kommen und könnte sich darüber mit Freunden unterhalten. Und jemand bemüht sich auch, die Situation mit dir oder mit euch irgendwie noch so ein bisschen in den Griff zu kriegen oder hat so das Gefühl, ja, vielleicht sollte ich mich einfach mal jemandem anvertrauen. Vielleicht denke ich hier falsch über diese Situation, ne? Vielleicht mache ich es mir zu einfach. Ja, und dann öffnet er sich hier einem Freund, einer Freundin gegenüber und erzählt auch über die Ideen, die er hier im Schlaf erhält. Und es geht auch darum, dass er sein Freund, sein Kumpel oder irgendeiner Freundin, dass man fragen könnte, na du sag mal, wie viel kann ich denn da reinstecken in die Verbindung? Oder bringt das überhaupt noch etwas, da Energie reinzustecken? Ja, also hier kommt jemand. Weiß nicht, irgendwas Komisches passiert hier, aber man lästert nicht. Man lästert nicht über dich, aber man irgendwie hat er ja doch Hoffnung, dass er vielleicht was falsch versteht, dass vielleicht doch noch, dass er nicht so ganz klar sieht, keine Ahnung. Also der holt sich hier andere ins Boot, ja. Wie geht es weiter? Guck mal, wir haben den Rückzug. Ja, also der zieht sich hier wirklich zurück. Guck dir das an. Boah, den Vampir und den Teufel. Also, was der definitiv zukünftig macht, ist einfach, dass er. Weißt du, der ist immer so drauf. Das ist ein Typ, der ist so drauf, dass der eigentlich immer sehr neidisch ist und dass er Menschen aussaugt. An sich ist es hier ein Typ, der falsch ist. Und das ist ein Mensch, der immer die Macht haben möchte, immer die Kontrolle haben möchte. Das ist ein Typ, der ist einfach untreu. Und missbraucht auch andere Menschen. Ich weiß, das klingt jetzt krass, wo ihr euch denkt, alter Verwalter, mit sowas will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist auch jemand, der sich nicht mehr die Zeit für die Liebe nimmt und eben viel Zeit in die Arbeit steckt. Es ist wirklich schon, ey, ich habe hier den Vampir und den Teufel.
Und was ich aber sehe, ist, dass er zukünftig vorhat, sich genau davon zu befreien. Ja, dass er eben wirklich vorhat, dir nicht mehr die Energie zu rauben, dass er nicht mehr vorhat, dich auszusaugen, dass er nicht mehr vorhat, dich zu kontrollieren. Er hat nicht mehr vor, dir gegenüber zu lügen. Und vielleicht hat er zukünftig vor, sich auch mal mehr Zeit für die Liebe zu nehmen, aber man zieht sich hier eben wirklich davon zurück. Also durch die Begegnung zu dir wird ihm klar, was man für ein Vampir und was man für ein Teufel ist. Also ich muss sagen, hier wird jemandem klar, was man für ein schlechter Mensch ist, abgrundtief. Und das wird durch dich klar. Und ja. Und dann ist es so, dass sich hier jemand entfernt erstmal von dir. Wie geht es denn weiter, wenn der hier die Gespräche führt mit seinen Freunden und sich von dem Ganzen hier distanziert und dich vielleicht auch noch wirklich ziehen lässt? Tja, da kommen hier wirklich alte Ängste hoch. Ja, das macht der, weil hier irgendwas passiert ist. Früher, ja, hier verliert sich auch jemand irgendwie selbst. Und das ist aber gut so, wenn jemand anfängt, genau das jetzt zu verlieren. Ja, also hier wird sozusagen alles aufgelöst. Also hier träumt jemand sehr viel. Ja, die Mächte der Finsternis, das ist hier. Na? Ja, also ich sehe, dass der sich in Rauschzustände flüchtet. Und dass der hier wirklich an einer Schwelle einfach scheitert. Ja, der hat hier eine bestimmte Dynamik. Und was ich hier eben wirklich sehe, ist, auch hier in dieser Legung habe ich wieder drin, die Probleme und so wie er hier ist, das hat nichts mit dir zu tun. Lasst mich mal weiterschauen. Der König der Kelche. Und das ist, das ist schon ein Mann, der sehr gefühlsbetont ist. Ja? Und deswegen scheitert der hier auch immer oder nutzt hier ist ja irgendwie immer wieder in einem Rausch, weil hier alte Verletzungen sind. Deswegen fängt der hier immer wieder an, plötzlich zu glauben, ich will machtvoll sein, ich verarsche sie alle. Ja? Und ich muss auch sagen, die Schattenseite dieses Königs ist eben, dass das hier ein Scharlatan ist. Ein Verräter. Eine falsche Person. Ein falscher Mann. Ja, und ich krieg's ja auch schon so rein, Mensch, wenn ich sehe, wie der hier denkt. Ich sag mal, nur weil du Kinder hast, dass das alles hier nichts wird oder weil du mal Kinder haben willst, dass man dich deswegen loslässt und eigentlich nur bei dir bleibt. Warte, wo hatte ich denn das? Oh, ich kriege gerade den Wortlaut nicht zusammen, deswegen mein Deutsch wieder, ne? Plötzlich auch. Ich meine, das ist ja nicht der vollkommene Narzisst. Das ist der nicht. Ja, wir haben immer noch den König der Kelche mit seinen guten Seiten. Ja, dass man einfühlsam ist, aber er will hier einfach nicht unhöflich sein.
dir gegenüber, weil in dir sieht man schon eine Person, wo man sich denkt, ja, das hast du schon verdient, ne? Es kann sein, dass er hier dir gegenüber auch weicher wird. Ja, dass du hier wirklich in dem Sinne was Besonderes bist, auf jeden Fall. Aber er merkt eben einfach, dass es ein Arschloch ist. Dass es ein Blender ist. Oder vielleicht immer war. Durch die Begegnung mit dir, mein Engel. Ja, also wie gesagt, ein Scharlatan. Wie geht's denn weiter? Kriege ich da mal noch eine Karte? Ja, also es ist eben auch immer diese Unentschlossenheit. Also es ist ein schwieriger Charakter. Es ist ein Hin und Her jonglieren mit den Möglichkeiten. Es ist dieses ewige sich nicht entscheiden können. Es ist in ihm selbst eine totale Instabilität. Ja, und dann versucht man das eben einfach so zu kompensieren, indem man glaubt, einfach ein Arschloch sein zu müssen. Ne? Auch hier habe ich wieder die zwei der Stäbe. Es ist arschlos, es ist halblos, halbherzig. Ich habe hier die Lippenbekenntnisse. Das weiß er auch. Ja, darauf sieht er auch, ne, dass er nie wirklich eine Entscheidung treffen kann, dass er in sich eigentlich instabil ist. Er versucht sich sozusagen die Macht aufrechtzuerhalten, indem er lügt, nicht ehrlich ist. Und ne, ich habe ja hier auch wieder diese Lippenbekenntnisse. Aber wie gesagt, irgendwas ist ja hier, irgendwas hast du ja mit ihm gemacht, dass man auf den Trichter kommt, ja, dass du das als erstes gar nicht verdient hast, dass er hier so ist. Dass er aber auch anfängt, mit Freunden darüber zu sprechen. Könnte auch wirklich sein, dass er einen Freund oder eine Freundin fragt, sag mal, bin ich wirklich so scheiße? Und ich sehe, dass er sich davon zurückzieht, dich immer wieder zu verletzen. Und das ist auch das, was er weiß. Und es könnte dich verletzen, dass du vielleicht schon weißt, dass er sich mit dir nichts weiter mehr vorstellen kann, weil du Kinder hast. Wenn du keine Kinder hast, ist es einfach so, dass er darüber nachdenkt, dir einen Neuanfang zu schenken, in dem er nicht mehr da ist. Also das ist heute, ey, das ist eine harte Message, die ich hier für euch habe. Wirklich. Ich will noch mal für den König der Kelche, möchte ich mal noch eine haben. Guck mal. Wir haben die vier der Schwerter. Also, das ist ein Mann, der wird jetzt erstmal zukünftig nicht viel tun. Er wird anfangen, ein bisschen in sich zu gehen, aber hier ist nicht wirklich eine Handlung gerade, ne? Hier. Guck mal, die Königin der Kelche. Schau dir das an. Also an sich, ich weiß, ich habe jetzt alle Schattenseiten aufgezählt. Aber wenn dieser Typ hier nicht so ein Problem hätte, aus Gründen, warum auch immer, sage ich ja, kann der auch die positiven Seiten leben. Und diese positiven Seiten, die passen mit der Königin der Kelche super zusammen. Also das heißt, ihr als Paar würdet ihr an sich wirklich super zusammenpassen. Wenn er nicht seine Schattenseiten leben würde. Und deswegen geht er hier in den Rückzug zu dir und macht hier nicht viel. Ja? Ja, aktuell ist es halt einfach so. Das ist halt das, was ich hier sehe. Guck mal, die Liebenden. Also. Eine Entscheidung. Ja, du willst nämlich geliebt werden, ne? Guck mal, krass. Also ich nehme wahr, die Königin der Kelche, das bist du jetzt. Du triffst eine Entscheidung in Liebe. Ja, also das ist ja das, was ich sehe. Du lebst
deine guten Seiten als empathische, einfühlsame, mediale Frau. Du hast auch heilende Hände, auch wenn du es nicht weißt. Aber ich sehe, du entscheidest dich dafür, zur Herrscherin zu werden. Die Königin der Kelche entscheidet sich dafür, für sich selbst einzustehen. Und die hat die Mittel. Die Königin der Kelche ist eigentlich nicht nur die Königin der Kelche. Da sind alle Königinnen drin. Und das ist so, dass du dich genau in dieser Situation einem König der Kelche, du stellst dich drüber. Das heißt nicht, dass du arrogant bist, sondern das heißt, hier halt Stopp. In Liebe entscheide ich mich dafür, für mich einzustehen. Und wir haben den Gehängten. Und das ist auch so, dass du sagst, weiter geht es für mich nicht mehr als das. Ich stehe jetzt für mich ein. Und ab dem Punkt ist für dich Schluss. Ja, also du wirst selbst für dich einstehen und sagen, jetzt ist Schluss. So, wie geht es denn dann weiter mit diesem Lippenbekenntnissen, mit diesem Hin und Her? Wir haben den Brief. Na, wenn du jetzt für dich einstehst, dann auch. Dann haben wir die Sonne. Und wir haben den Fuchs, der weggehen will. Ja, weil vorher war es halt immer, ne, wenn der Fuchs hier ist, steht das dafür, dass man nur so tut, als sei man freundlich. Es kann auch sein, dass hier, ja, also es ist das, was ich hier sehe, ist einfach, dass er es nicht schaffen wird, dir gegenüber treu und loyal zu sein. Es ist wirklich, ihr habt eine spirituelle Verbindung. Es kann wirklich sein, dass er hier von dir träumt und dass ihr telepathisch miteinander verbunden seid. Was ich aber auch sehe, ist, dass es tatsächlich sein kann, dass er hier eine jüngere Nebenbuhlerin, also dass du eine jüngere Nebenbuhlerin hast. Dass hier noch eine Frau im Spiel ist, die jünger ist als du. Und die steht ihm auch treu an seiner Seite und hilft ihm bei seiner Wunscherfüllung. Die ist nämlich wahrscheinlich genauso gefangen, wie du gewesen bist in dieser Verbindung. Ja, also es kann wirklich sein, dass er hier gerade tolle Gespräche hat, viel Spaß hat mit einer jüngeren Frau, die treu doof ist an seiner Seite. Ja, es muss nicht immer die Schlange sein. Der Fuchs vor dem Kind steht eben auch dafür, dass hier eine jüngere Frau noch im Spiel ist. Und es ist gut so, wenn du für dich hier entscheidest, aber eben in Liebe, ich mache mein eigenes Ding. Ich drehe mich von dem ganzen Scheiß weg. Ich habe auf das überhaupt keinen Bock mehr. Das ist das, was ich hier sehe. Weil ich habe einen Neuanfang, wenn keine jüngere Frau im Spiel ist oder eine andere Person, dann habe ich das hier Lügen von neu beginnen werden. Es kommt hier eine Nachricht rein, die dich wirklich zufriedenstellt, was Glückliches, was Schönes, gibt dir hier so Wärme und es kann sein, dass es sogar ehrlich von ihm gemeint ist. Aber es wird so sein, dass diese Lügen, diese Unehrlichkeiten und diese Unaufrichtigkeiten von ihm gegenüber von neuem beginnen. Und kurioserweise ist es wirklich so, dass ihr telepathisch miteinander verbunden seid, dass ihr euch spürt. Ne? Ihr seid ja beide sehr medial, eigentlich. Aber ich habe nun mal heute den König der Kelchen als Arschloch drin. Ich muss es so sagen. Und dann stellt sich jetzt dann eben die Frage, eigentlich stellt sich keine Frage mehr. Ne? Also wenn du hier straight deinen Weg gehst und dabei bleibst, kann ich dir eben wirklich nur sagen, die Lügen werden nicht aufhören und es kann sein, dass eine andere Uschi Else am Start ist, die genauso in sein Muster verfällt, wie du es vielleicht bist. Die sich genauso verbunden fühlt zu ihm, wie du zu ihm.
Und er es vielleicht nur immer so aussehen lässt, als wärst du hier die Number One, ne? So, die wollte zuerst fallen. Ja. Also hier wäre das natürlich wieder möglich, ne? Also wie gesagt, der kommt wieder, der will sich mit dir treffen, der will mit dir fortfahren, der will mit dir Spaß haben. Oder eben das, also ich nehme so wahr, der macht alles, was der mit dir gemacht hat, genauso mit einer anderen. Ich muss es so sagen. Weil ich habe auch hier so, boah, wir wollen uns wieder sehen und treffen, oh, da können wir wieder so viel lachen und ich habe ja auch Hoffnung. Aber am Ende habe ich eben hier immer wieder diese starken, großen Belastungen und Blockaden. Aber es kann wirklich sein, dass er hier, weil er dreht sich ja auch so ein bisschen davon weg, weil er eben auch merkt, dass du es halt wirklich nicht verdient hast. Ne? Also da kommt dann wirklich mal so ein empathischer Augenblick dir gegenüber, dass man einfach merkt, dass du das nicht verdient hast, dass er hier weiter in deine Richtung den Teufel oder den Vampir spielt. Ja, und plötzlich ist da eben dann die Blockade, die kommt. Und guck mal, also der hat Ängste, der hat irgendwas hat er hier, was keiner sieht. Und ich sehe das aber hier einfach. Da haben wir es wieder. Ich hatte hier ja auch den Mond gelegt, ne? Sich berauschen, also Rauschmittel. Hier ist jemand, der hat nur Probleme. Und es könnte sein, dass du seine Probleme zu deinen Problemen machst und das brauchst du nicht. Guck mal, das geht wirklich raus. Ich nehme so wahr, du wirst es beenden. Du wirst es beenden und bist hier deine Herrscherin, weil du sagst, nein, jetzt ist Schluss. Ne? Guck mal, dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also du bist beschützt. Du bist beschützt. Beschützt für immer. In alle Ewigkeit. Ich habe euch beide hier jetzt nicht für immer. Das ist, nein, das mache ich jetzt nicht. Das lege ich auch so nicht. Ne? Ich spüre auch die Energien. Du blockierst das Ganze mit ihm. Ja, deswegen auch die Stagnation mit dem Gehängten. Du sagst Tschüss. Und du bist beschützt, der liebe Gott hilft dir. Ja, irgendetwas, deine Geistführer, deine Engel, an was auch immer du glaubst. Und ich sehe, am meisten glaubst du an dich und beschützt dich vielleicht selbst. Und du bist in Ewigkeit gesegnet. Und du blockierst das Ganze. Du könntest spüren, dass da auch, dass der mit einer anderen hier auch unterwegs ist und ihr genau dasselbe vom Himmel erzählt wie dir. Und du wirst es beenden und du bist beschützt und du wirst es schaffen und du wächst sogar über dich selbst hinaus. Ja. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glockenseil, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.